So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute Morgen bin ich mal nicht zum Wandern unterwegs, sondern wie ihr kennt, zum Fahrradfahren. Und zwar möchte ich euch heute mit auf eine kleine Testrunde mit der neuen Kamera nehmen, die ich ja im letzten Wandervideo schon ein bisschen angekündigt hatte. Und ich möchte mal so ein bisschen ausprobieren, was die Kamera kann. Dafür habe ich sie jetzt bei mir ans Fahrrad gebaut. Und ich möchte euch einfach auf die Strecke mitnehmen, auf der ich jeden Tag als Berufspendler unterwegs bin. Wie der eine oder andere von euch sicher weiß, bin ich ja seit knapp 3 Jahren relativ regelmäßig bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad auf der Strecke unterwegs. Und da nehme ich euch heute mit hin. Natürlich müsst ihr nicht die ganzen 20 Kilometer hier am Stück euch anschauen, sondern ich werde zwar versuchen, das als One-Take aufzunehmen, insofern die Kamera das kann. Das will ich heute auch so ein bisschen testen. Und in der Nachbearbeitung werde ich aber das eine oder andere Stückchen rausnehmen bzw. Im Zeitraffer abspielen. Auf jeden Fall, jetzt geht's erstmal los. Aufi! Meine Strecke führt mich von Leichlingen aus über Leverkusen-Opladen, Leverkusen-Bürig, am Neulandpark vorbei in Leverkusen, auf die Leverkusener Rheinbrücke und dann auf der anderen Seite Köln, ich glaube Merkenich ist das, und dann über den Grüngürtel bis nach Köln-Longerich und bis zum Butzweiler Hof ins Büro. Dann schauen wir mal, wie die Fahrt heute wird. Unterwegs werde ich euch noch ein bisschen was zu der einen oder anderen Ecke hier erzählen und dann gucken wir mal. Da ich annehme, dass das Audio von der Kamera selber nicht ganz so optimal ist, das hat sich auch schon so ein bisschen auf dem Wandervideo gezeigt, nehme ich hier den Ton nochmal extern zusätzlich mit einem Lavalier-Mikrofon, das ich an einen Audiorekorder angeschlossen habe, auf und hoffe, dass das hier mit den Windgeräuschen vom Fahrradfahren ja auch klappt. Ich bin nicht gerade langsam unterwegs, vor allen Dingen dafür, dass ich mit einem doch recht alten Trekkingrad auf dem Weg bin. Aber normalerweise ohne Filmaufnahmen, ohne alles, fahre ich die Strecke in ungefähr 40 Minuten. Das sind so knappe 20 Kilometer. Jetzt gerade haben wir die Bahnstrecke von Opladen Richtung Langenfeld unterquert und linker Hand hier hinter dem Gebüsch liegt die Wupper. Das ist auch ein Punkt, den ich hier an meiner morgendlichen Tour zur Arbeit wirklich genieße. Es geht ein ganzes Stück an der Wupper lang, dann geht es über den Rhein rüber. Gerade die Wupper steht auch für mich immer so für ein bisschen was Beruhigendes.
fürs Rheinland. Wie ihr wisst, gehe ich ja gerne hier rund um die Wupper wandern. Und damit steht die Wupper gerade so ein bisschen auch fürs Bergische, fürs Wandern, für Erholung. Und das tut einfach gut, hier auch immer wieder an der Wupper entlang zu fahren. Wenn ich zurückdenke, wir haben die Münchner Brücke, wir haben Schloss Burg, Wuppertal. Solingen, Remscheid, die typischen Punkte der bergischen Kultur mit Industrie, aber auch viel Natur, Grünes. Ja, so ein bisschen was, wo die Wupper für mich einfach steht. Daher genieße ich es eigentlich jeden Morgen, hier entlang fahren zu dürfen. So, nachdem wir jetzt gerade ein Stückchen durch Oppland gefahren sind, beziehungsweise Oppland tangiert haben, sind wir jetzt am Tierheim in Oppland unter der Autobahn A3 entlang gefahren und fahren jetzt den Mühlengraben in Oppland runter, grobe Richtung Reuschenberg, Küppersteg. Danach wird es einmal schräg durch Bürrich gehen. Und ihr seht, bis auf das kurze Stückchen Straße jetzt gerade, führt der Weg richtig schön hier entlang der Wupper am Wasser vorbei. Beziehungsweise jetzt hier im Seitenarm, dem Mühlengraben, der die Reuschenberger Mühle antreibt. Und weiter geht's. Vielleicht vom Setting her, ich filme hier mit der Insta360 One R mit dem 360 Grad Modul. Das habe ich mit der Motorradhalterung am Fahrradrahmen festgemacht. Mit dem kurzen Invisible Selfie Stick, die Kamera so ein Stückchen vor dem Fahrrad. So 30-40 cm. Dabei darauf geachtet, dass die Kamera das Hauptmotiv, mich, noch in einer Ebene ungefähr hat, weil sich so ein bisschen gezeigt hat, dass gerade so an den Rändern der Linse, oh, ein Eichhörnchen, dass die Linse am Rande, gerade da, wo es in die Stitching-Ebene geht, durchaus etwas kritisch ist, was die Abbildungsqualität angeht. Grundsätzlich für eine 360-Grad-Kamera in dem Preissegment in Ordnung.
Aber da muss man halt so ein bisschen drauf achten, wo die Hauptmotive sich bewegen. Jetzt kann ich ja gerade auf dem Stückchen Straße hier einfach mal so ein bisschen den Vergleich. Mal ein bisschen hin und her spielen. Und ich nehme an, dass die Windgeräusche von der Insta360 von R die Aufnahmen relativ gut machen. Was ist denn der Nachbar? Wie sich die Tonqualität anhört. Stückchen durch den Leverkusener Neulandpark. Und das Gelände hier wurde auf einer Altlast, der Altlast Dünnaue, errichtet. Ich glaube 2001, 2003. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie lange es her ist. Im Rahmen von der Landesgartenschau. Durchaus toll, das Gelände, gerade wenn man hier mit den Kids unterwegs ist zum Spielen. Also weitläufige Wiesen und einige Spielplätze mit hier. Und hier darf ich jeden Morgen und jeden Abend entlang fahren. Manchmal fahre ich auch außen rum, um das Gelände drumherum. Geht hier leicht bergauf. Aber weswegen es sich lohnt, hier auch lang zu fahren. Gerade wenn man gleich über die Brücke kommt, Richtung Rhein, bietet sich einfach ein phänomenales Panorama. Das zu genießen, fühlt sich jeden Morgen fast an wie Urlaub. Aber erstmal muss man hier hochstrampeln. Jetzt geht es über die Walfischbrücke hier, oder wie die Brücke auch immer heißen mag, diese in Wellenform angelegte Brücke, und schon ergibt sich das Panorama auf den Rhein. Die Leverkusener Bayerwerke oder Langsäß, den Chemiepark Leverkusen auf jeden Fall. Im Vordergrund nochmal der Kanusportverein und die Wacht am Rhein. Da liegt auch alles leider brach aufgrund von Corona. Und hier einmal abbiegen, um auf die Leverkusener Rheinbrücke zu fahren. Einfach traumhaft hier. Auch wenn man tatsächlich die Autobahn direkt nebendran hat, genieße ich das jeden Tag.
So, die nächsten 1,5 Kilometer, 2 Kilometer werden jetzt etwas monoton bis zur Neusser Landstraße. Ja, vielleicht nutze ich da einfach die Gelegenheit, mal euch so ein bisschen was zu erzählen, wie ich überhaupt zum Fahrradpendeln gekommen bin. 2018 habe ich einen Arbeitgeber gewechselt und mein neuer Arbeitgeber lag so knappe 20 Kilometer entfernt von zu Hause. Es gab zwar eine relativ gute Bahnverbindung, brauchte einmal umsteigen. In Leichlingen selber wohne ich tatsächlich auch relativ dicht am Bahnhof, so dass ich innerhalb von einer Dreiviertelstunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln am Arbeitsplatz war. Diejenigen, die sich rund um Köln ein bisschen auskennen, wissen, dass es mit der Leverkusener Rheinbrücke durchaus auch schwierig ist, hier als Berufspendler jeden Tag über die Leverkusener Rheinbrücke zu fahren. Gerade im Kölner Norden, A1, A3, hat man immer unheimlich viel Stau. So dass ich mich schon vor langer, langer Zeit, ich habe auch vorher schon in Köln gearbeitet, entschieden habe, tatsächlich nach Köln mit den öffentlichen Verkehrsmitteln reinzufahren. Gerade wenn man den Bahnhof fußläufig von zu Hause aus weg hat, ist das eigentlich die optimalste Lösung. Ich habe allerdings gemerkt, so dieses Warten am Bahnhof, wo man eigentlich nur nutzlos rumsteht, auch wenn man es tatsächlich immer wieder versucht, optimal zu timen, geht mir auf den Keks. Daraufhin habe ich dann irgendwann mal, eigentlich aus Jux und Dollerei, das Fahrrad mit zur Arbeit genommen. Es war ein Freitagnachmittag und ein Freitagmorgen, wo ich das Fahrrad mitgenommen habe. Dann dachte mir, probieren wir es einfach mal aus. So grob die Strecke Richtung Leverkusener Rheinbrücke kannte ich. Von Leverkusen aus, Neulandpark bis nach Leichlingen, ist auch überhaupt kein Thema. Schön entlang der Wupper, habt ihr ja gesehen. Die Strecke bin ich auch vorher schon häufiger mal so auf Ausflügen oder so gefahren. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das Ganze ein paar Mal angeguckt oder beziehungsweise habe mir das dann ein paar Mal auf der Karte angeguckt und dachte mir, okay, nehmen wir das Fahrrad mal mit und versuchen es auf dem Rückweg. Das erste Mal schon lange kein Fahrrad mehr gefahren, aufs Fahrrad gesetzt, nach der Arbeit, damals noch Jeans und Hemd und aufs Fahrrad gesetzt und das Stückchen gefahren. Und naja, nach knapp 2 Stunden zu Hause angekommen, völlig fix und alle gewesen. Aber gemerkt, grundsätzlich vom Kopf her, es hat gut getan. Hat Spaß gemacht. Bin ich erst noch ein paar Mal so einfach mit der Bahn, mit dem Fahrrad, mit dem Extra-Ticket zum Arbeitsplatz gefahren und immer wieder zurück. Die Zeiten pendelten sich dann auch so jeweils ein, so Stunde 10, Stunde 20 für die 20 Kilometer. Und das habe ich dann relativ regelmäßig gemacht, 3-4 Monate lang, dass ich mit dem Fahrrad in der Bahn zur Arbeit gefahren bin und dann abends wieder mit dem Fahrrad tatsächlich nur den Rückweg gemacht habe, die 20 Kilometer. Da habe ich irgendwann mal einen Morgen in Leichlingen am Bahnhof gestanden und es hieß, die RB 48 fällt aus. Zwar ein Zug, der ausgefallen ist, der zweite kam dann nochmal eine halbe Stunde zu verspätet angekündigt. Ich stand da am Bahnhof, der Zug war so voll, ich hatte das Fahrrad dabei, bin mit dem Fahrrad kaum nicht in den Zug reingekommen. Da dachte ich mir, naja, du hast das Fahrrad mit hier am Bahnhof, die Strecke zurück, fährst ja ohnehin jeden Tag, also die andere Richtung müsste ja auch machbar sein. Da habe ich mich tatsächlich aufs Fahrrad gesetzt und bin dann vom Bahnhof aus der Not heraus, auch zum Arbeitsplatz gefahren und abends wieder mit dem Fahrrad zurück. Gut, ich hatte tierischen Muskelkater, aber es hat tatsächlich Spaß gemacht, es hat funktioniert. Und seitdem mache ich das eigentlich relativ regelmäßig, fast jeden Tag, bei Wind und Wetter. Da nehme ich das Wetter, wie es kommt, quasi wie die Kuh auf der Weide. Wenn die Sonne brennt, ist es halt warm. Wenn es regnet, wird man halt nass. Die Entfernung ist halt so, 3/4 Stunde, auch bei Wind und Wetter, Eis und Schnee.
dass selbst wenn man richtig nass wird, lässt sich das ertragen. Jetzt haben wir gerade die Neusser Landstraße kurz gequert. Die führt aus der Innenstadt Köln heraus. Und vom Nieler Ei, glaube ich, nee, nicht ganz. Auf jeden Fall Richtung Fühlingen raus. Ja, jetzt geht es hier richtig schön durch den grünen Gürtel. Linker Hand, so ein ganzes Stück entfernt, liegt der Militärring. Rechter Hand Autobahn 1. Aber ihr seht selber, hier geht es richtig schön durchs Grüne. Ich bitte mich übrigens dafür zu entschuldigen, dass ich zwischendurch die Nase hochziehe. Aber es ist saukalt. Wir haben nur Temperaturen 2 Grad, 3 Grad. Und der kalte Fahrtwind treibt mir jetzt tatsächlich die Tränen in die Augen. So, jetzt verlassen wir hier den grünen Gürtel und es geht auf den Militärring. Köln-Longerich haben wir jetzt zur Linken hier auf der anderen Seite vom Militärring. Weiter geradeaus den Bahnhof Köln-Longerich. Da fahren wir jetzt gleich drunter durch. Ich habe jetzt noch so ungefähr 2,5 Kilometer. Bis zum Büro. Ich möchte mich schon mal an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, dass ich euch hier mit auf diese kleine Tour genommen habe. Ihr seht die Strecke selber. Schön durchs Grüne, macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und wie ich auch beim Wandern schon immer sage, geht raus, genießt die Natur. Körper und Geist werden es euch danken. Auf jeden Fall, macht's gut, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und bleibt gesund. Im Nachgang zu diesem Video möchte ich euch noch ein, zwei Sachen rund um die Kamera erzählen. Und auch zur Nachbearbeitung, wie ich dort vorgegangen bin. Einer der wesentlichen Punkte, die ich ja auf dieser Fahrt testen wollte, war, ob man mit der Insta 360 One R ein durchgängiges Video auch über eine etwas längere Zeit erstellen kann. Bei mir wäre es so knapp eine Stunde gewesen, 50 Minuten. Leider hat das nicht ganz geklappt. Ihr seht selber, ich habe jetzt hier in Insta 360 Studio zwei Videodateien drin. Und zwar ist die Kamera nach 30 Minuten, hat die Cut gemacht, hat das Video gespeichert und ein neues Video automatisch angefangen. Grundsätzlich überhaupt nicht tragisch. Allerdings war es bei mir so, dass ich genau nach 30 Minuten auf die Leverkusener Rheinbrücke rausgefahren bin
und dort ursprünglich so im Kopf hatte, ich fahre auf diese Brücke rauf und ziehe das Panorama groß auf mit der Kamera. Wäre natürlich sicher eine beeindruckende Aufnahme gewesen, gerade weil man ja hier mit den Keyframes im Insta360 Studio durchaus einiges spielen kann. Gerade auch was Kamerawinkel und ähnliche Dinge angeht. Aber dadurch, dass dann da 15, 20 Sekunden fehlten und dann dort auf der Brücke locker ein Stückchen von 250, 300 Metern fehlte, war das natürlich nicht möglich. Das können wir uns jetzt hier gerade in der Datei einfach mal angucken. Ich bin jetzt hier im ersten Video drin, gehe einfach mal hier ganz zum Ende. Und da sind wir hier gerade so auf der Auffahrt zur Leverkusener Rheinbrücke. Und na, da sind wir noch nicht ganz. Wir sind hier auf der Zufahrt von der Leverkusener Rheinbrücke. Haben wir fast noch eine Minute hinten raus. Auf jeden Fall, na, wenn ich jetzt hier Richtung Ende gehe, da bin ich hinten. Augenblick, da sind wir noch nicht ganz. Machen wir hier die Zeitleiste einfach mal ein bisschen größer, damit wir uns das vernünftig angucken können. Sind wir hier zum Videoende. So ziemlich genau auf Höhe des Uferweges hier an der Leverkusener Rheinbrücke. Und wenn ich das zweite Anschlussvideo aufmache, wird es relativ deutlich. Müssen wir jetzt hier einmal ganz am Anfang springen. Na, jetzt hier ganz am Anfang, da sind wir schon mitten über dem Rhein. Da fehlt natürlich ein ganzes Stück in der Aufnahme, was einfach ein bisschen ärgerlich ist. Man muss es halt wissen. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich wahrscheinlich irgendwo unterwegs die Kamera kurz ausgemacht, neues Video angefangen, damit ich diese Aufgabe oder Aufnahme durchgängig habe. Aber genau deswegen testet man ja die Kamera. Ein weiterer Punkt ist halt, dass die Audioqualität der Kamera, das ist ja im Video relativ deutlich geworden, wirklich schlecht ist. Gerade mit den Windgeräuschen. Gut, man ist eine Actioncam ohne Windschutz, ohne externes Mikrofon oder sowas, das man ja durchaus dran machen kann. Aber da ging es mir halt einfach wirklich darum zu gucken, wie kann ich damit umgehen. Ich habe einen externen Rekorder benutzt mit Lavalier-Mikrofon, was wunderbar funktioniert hat. Ich musste allerdings danach, weil die Audioqualität so schlecht war und dass das automatisch Zusammenfügen in PowerDirector nicht funktioniert hat, was normalerweise relativ gut funktioniert, aber gerade hier mit den extremen Windgeräuschen dann nach hinten raus war es überhaupt nicht möglich, die Aufnahmen gescheit zusammenzufügen. Aber auch da mit ein bisschen manueller Arbeit konnte man das Ergebnis, denke ich, durchaus in einem akzeptablen Rahmen halten. Man muss es halt wissen. Mir war es in dem Fall auch bewusst. Klar, die Windgeräusche beim Fahrradfahren für eine Kamera sind immer wirklich schwierig. Von daher. Ich bin eigentlich hier im Insta360 Studio, weil ich ja genau wusste, dass ich die Audioaufnahmen habe, die halt die definierte Länge haben. Der Rekorder hat durchweg aufgezeichnet. Muss ich halt hier natürlich gucken, dass ich keine Effekte wie Timeshift oder sowas benutze, die die Videolänge oder die Abspielgeschwindigkeit beeinflussen. Habe dann hier im Full Capture Modus meine Keyframes entsprechend gesetzt und die Bildwinkel entsprechend angepasst. Was ich natürlich super genial vom Arbeiten her finde, dass man nachher hinten raus einfach Bildwinkel anpassen kann, gerade mit dem Invisible Selfie Stick auch Aufnahmen hat, wo man den Selfie Stick wirklich ausgeblendet hat in der Stitching-Ebene. Es macht schon Spaß. Dann habe ich die Videos hier raus gerendert, habe sie in PowerDirector importiert und dort dann entsprechend final geschnitten und zusammengefügt und dass die Audiospur synchronisiert und dann letzten Endes die einzelnen Abschnitte, die ich als Zeitrafferaufnahmen habe, geschnitten und entsprechend schneller abspielen lassen. Das ist so im Groben einmal zur Nachbearbeitung. Insgesamt begeistert mich die Kamera durchaus nach wie vor. Wo ich noch ein bisschen mit hadere, ist die Bildqualität. Die ist hier auf dem Rechner wirklich super. Durchaus in einem vernünftigen Rahmen.
Aber wenn ich die geschnittenen Videos auf YouTube hochlade, neigt YouTube irgendwie dazu, mit dem eigenen Algorithmus die Videos nochmal sehr, sehr stark zu komprimieren und dort dann irgendwie tatsächlich viele, viele Artefakte, gerade in detaillierten Bildabschnitten mit Laubästen, gerade sowas mit einzubauen. Da muss ich noch ein bisschen gucken, wie ich das vernünftig hinkriege, aber insgesamt denke ich, macht es durchaus Spaß, mit der Kamera so ein bisschen zu arbeiten. Ich stelle keine High-End-Anforderungen, möchte hier keine cineastischen Shots irgendwo erstellen, sondern tatsächlich einfach nur ein bisschen Dokumentation, mal ein paar spannende Perspektiven oder so. Und genau dafür macht die Kamera genau richtig Spaß. Hat halt natürlich auch ein paar Kritikpunkte. Wie auch immer. Das soll es jetzt für diesmal gewesen sein. Ich würde mich freuen, euch auch beim nächsten Mal hier wieder begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wie immer, geht raus, genießt die Natur und passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.